Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age. Und letztes Mal haben wir hier auf Kleber mit der Mauer begonnen, rund um unsere Basis. Und die ist nun fertig und die sollte auch die Expansion von den Kreaturen hier in unsere Basis hier verhindern. Denn bisher konnten wir die Ausbreitung der Sporen, die wir hier produzieren, hier drinnen beschränken, sodass wir keine Ausbreitung, keine Evolution haben. Was auch fertig ist das Raumschiff, beziehungsweise eigentlich die Plattform, die wir dann im Orbit von Kleber haben wollen. Drum schicken wir die gleich mal rüber. So. Und wenn die dann angekommen ist, können wir die entsprechend umbauen. Was wir hier auch haben, letztes Mal begonnen, ist dieses Setup, das uns etwas Kunststoff produziert. Und sobald wir hier dann etwas Nährstoffe rausbekommen und hier die Verbindungen machen, müssen wir dann hier Kunststoff bekommen, den wir hier schön auf ein Band verteilen. Ich weiß nicht, wie viel das wir bekommen, aber es ist sicherlich besser als gar nichts. Was wir uns auch anschauen müssen, ist, wir werden auch Schwefel und Kohlenstoff brauchen. Aber dafür, denke ich, haben wir unsere Plattform. Und ich hoffe, wir können genügend auf der Plattform produzieren, um unsere Bedürfnisse hier unten zu decken. Denn hier können wir mit dieser Verarbeitung bekommen wir Kohlenstoff und Schwefel raus. Hier können wir sogar noch etwas Kalzit abbauen. Kalzit brauchen wir dann, wenn wir hier die Artilleriegranaten bauen wollen, aber dafür brauchen wir auch die Wolfram-Träger. Gut. Hier sind wir soweit, dass wir Kunststoff produzieren. Die Frage ist, ja, wir bräuchten etwas mehr Brei hier. Und mehr Brei heißt in der Regel, wir brauchen hier mehr Verarbeitung. Wir haben hier eine Farm und ich denke, wir werden hier eine zweite hinstellen. Und das möglicherweise so, dass wir hier den Platz optimal nutzen. So. Und dann gehe ich mal das so. Hier bekommen wir den Input rein.
machen wir hier oben rüber. Ja. Machen wir mal so. Und dann hier unten haben wir den Ausgang. Und wenn wir den dann hier mit ranlegen, dann sollte das funktionieren. Wenn ich jetzt hier ein paar Samen nehme und etwas Landaufschüttung, dann sollte ich in der Lage sein, da etwas Nährboden zu bauen, so dass ich Nährstoffe fehlen. Der Kunststoff sieht recht gut aus. Dass wir dann hier unser Anbaugebiet möglichst vergrößern können. Das müsste grün sein, nicht gelb. Hier drüben haben wir was wir brauchen könnten. Dann kopiere ich das einfach mal und nehme das hier rüber. Hier unten müssen wir dann natürlich in die andere Richtung gehen. Und hier oben kommen wir aus der anderen Richtung. Und ich denke, wenn wir hier das zweite Setup haben, die zweite Farm, dann haben wir hier genügend Yumako, damit wir hoffentlich hier dieses Setup verdoppeln können und somit unseren Output verdoppeln. Was macht denn unsere Plattform hier? Die ist angekommen. Das heißt, wir können die Triebwerke entfernen. Wir können die Leitungen entfernen.
Und dann haben wir all das nicht. Wir brauchen die Produktion vom das hier nicht. Wir brauchen nicht mal Wasser. So. Das war etwas zu viel. Die Schmelzen, die brauchen wir noch. Ich mache hier mal etwas Platz. Hier, das ändern wir auf diese Verarbeitung. Und dann haben wir hier auch noch Schwefel mit dran. Und das knicken wir hier rein. Und hier, da machen wir diese Verarbeitung. Und die Eiswürfel, die gehen auch da gleich wieder raus. Und hier knicken wir auch die Eiswürfel raus. Und hier probiere ich das Ganze nochmals. Das war diese Forschung. Dann machen wir mit der weiter, die wir mal angefangen haben. Hier brauchen wir das und dann knicken wir das hier rein und hier wollen wir wahrscheinlich sicherstellen, dass wir hier weniger als 400 drin haben, so dass wir den Frachtraum hier nicht überfüllen. Ich glaube, dass das ist es. Wir werden nicht ganz so viel Material hier rausbekommen. Aber wenn wir jetzt hier auf die Oberfläche runtergehen, dann können wir hier hinten bei unserer Landestation, beim Landeplatz, da können wir sagen, okay, ich hätte gern hier Kohlenstoff und Schwefel. Und
mit dem Schwefel, da gehen wir irgendwo hin in die Nähe von Wasser. Denn damit können wir Schwefelsäure produzieren. Ich werde jetzt hier noch das so machen. Dann brauchen wir noch eine Pumpe dran. Und so. Und dann können wir eine Leitung legen zu unserer Fabrik. Die Produktion hier läuft grundsätzlich recht gut, auch wenn das Setup nicht ganz optimal ist, denn wir haben immer wieder solche Phasen, wo unser Band verstopft ist mit Unrat, so dass wir nichts produzieren. Und hier unten habe ich noch ein Setup hingemacht, damit wir da etwas mehr Schwefel rausbekommen, dass wir hier eine vernünftige Versorgung haben, denn nur Schwefel von unserer Plattform, das reicht nicht. Was ich inzwischen auch habe, ist hier so ein Setup für Raketen für Gefangennahme. Und da habe ich auch schon mal eine Ladung nach Nauvis geschickt. Und wir haben auch diese Dinger hier, die Raketentürme. Und da werden wir gleich mal sowas machen, damit wir eine Blaupause ziehen können. Hier fordern wir dann die Raketen an, 100 Stück. Und die haben einen etwas anderen Radius, denn sie können nicht auf Ziele in der Nähe schießen. Dafür haben sie eine weitere Reichweite. Und ich denke, die können wir entlang unserer Mauer platzieren und so die Sicherheit erhöhen. Jedoch, was ich hier noch machen will, ist ein bisschen eine Alternative zu diesem Setup, das wir hier unten haben. Denn wir werden hier etwas von dem Bioflux exportieren müssen nach Nauvis. Glücklicherweise verfällt das Bioflux nicht ganz so schnell wie andere biologische Materialien. Drum denke ich, was wir hier auf dieser Seite mal machen, ist Unrat zu den Nährstoffen und dann wahrscheinlich mit Logistikrobotern da ein ähnliches Setup aufziehen, dass wir hier Material rausbekommen. Und dann müssen wir wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt uns überlegen, dass wir neben dem Shuttle für die Forschungsflächen auch einen Shuttle-Service haben für alles andere, was wir hier produzieren und auf Nauvis oder anderen Planeten brauchen, beziehungsweise jetzt, wo wir ja auf 3 Planeten Fuß gefasst haben, wird es auch der Fall sein, dass wir zwischen den Planeten Material hin und her chauffieren müssen. Ich denke, ich baue hier mal was auf mit Logistik, denn wenn wir das am Start haben, denke ich, können wir Kleber mal
sein lassen und uns auf den Rückweg nach Nauvis begeben, um dort ein, zwei Dinge noch anzugehen, bevor es dann auf zum nächsten Planeten geht. Am grundsätzlichen Setup hat sich hier nicht viel geändert, nur dass ich hier auch noch alles andere rausziehe, in Kisten packe. Dann hier unten haben wir eine Produktion, wo wir aus dem Brei noch etwas Nährstoff produzieren. Hier aus dem Unrat, aber nur, wenn wir hier eigentlich auch einiges auf dem Band liegen haben. Und dann hier ein separates Setup, wo wir mehr Schwefel, aber auch Bioflux herstellen. Und weil das Ganze dann hier in diesem Bereich mehr Unrat aufgesaugt hat, hatten wir hier zu wenig, so dass sich hier behelfsmäßig eine Station hingemacht habe, wo wir aus Bioflux wieder Nährstoffe herstellen, und das funktioniert ganz gut, sodass wir genügend Gelee rausbekommen, dass wir bis hier hinten was anlegen haben. Und mit diesem Setup sind wir, glaube ich, in der Lage, hier nachhaltig zu produzieren und können auch den Planeten wieder verlassen. Wenn wir hier unsere Verteidigung am Rand anschauen, dann sehen wir, wir haben hier in regelmäßigen Abständen die Türme, die Raketentürme platziert. Habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Und wir sehen, bis hier oben konnten wir schon Munition in die Geschütztürme reinladen. Das heißt, bis wir hier rundherum dann Rückstau, das heißt im Normalfall, dass irgendein Förderband nicht korrekt ist. Hier werden wir wahrscheinlich etwas Zeit brauchen, bis wir genügend Munition produziert haben. Aber wenn dann alle Geschütztürme voll sind, dann sollten wir in der Lage sein, und da dann das Ganze versorgt halten. Insbesondere da wir nicht allzu viel Munition verschießen, aber das muss sich erst noch zeigen. Hier in der Umlaufbahn haben wir unser Raumschiff, das uns abholt, und ich lade das gleich auch noch mal voll mit allen möglichen Goodies, die wir hier haben. Da machen wir 2000 draus, sodass wir den Platz auf dem Raumschiff möglichst gut ausnutzen und es mich dann zurück nach Nauvis nehmen kann, wo wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also bis dann. Und tschüss.